Ja, wir sind jetzt unterwegs im Workshop von der Arbeitsgruppe Softwareentwicklung. Da sind einerseits Firmen von den Softwareentwicklern dabei, aber auch Branchenvertreter wie Speditionen, wie Kurierfirmen. Es geht darum, Passage steht vor der Tür. Am Juni lassen wir los, neue Warenverkehrssysteme mit dem Prozess. Und im Austausch mit dem Gegenüber hat sich gezeigt, dass einige Fragen offen sind und die klären wir heute klären. Und hoffentlich laufen dann alle mit einem Lächeln aus dieser Veranstaltung raus. Ich bin positiv. Digitalisierung im Zollwesen bietet uns die Chance, als Spediteur weniger Papier zu haben und die Verfahren zu beschleunigen. In der Vergangenheit haben wir relativ grosse Probleme in der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsgruppe Software und der BAZG. Wir haben Fragen gestellt, haben relativ lange auf Antworten warten, haben wieder Fragen gestellt und es war relativ schwierig, Antworten wirklich zu bekommen. Durch den Einsatz von dem neuen Confluence-Tool haben wir jetzt eine starke Verbesserung von dem können erreichen. Fragen werden relativ schnell beantwortet und wir können auch profitieren von den Fragen und von den Antworten von den anderen Softwareanbietern. Wir erwarten als Mehrwert vom heutigen Tag, dass die Spediteure wissen, was auf sie zukommt, was die Kosten sind und wie genau die Erfahrung aussehen. Die Kenntnis, die ich mitnehme von diesem Tag, ist, dass viele Informationen gekommen sind, die wir verarbeiten können. Aber es hat auch immer noch Fragen von der Praxis, die noch nicht beantwortet sind. Das heisst, je tiefer man runtergeht, desto schwieriger wird es. Also mein heutiger Highlight von diesem Tag war, dass wir mal auf Level 3 gesehen haben, wie zugelassene Versender und Empfänger in Zukunft im Passarinnen ablaufen werden. Für uns wichtig als Spediteur, der nächste Schritt ist das Datum der 1. Juni 2023, denn wenn alle Spediteure umstellen und das wird eine relativ grosse Kiste, würde ich dann sagen, im Sinne, dass alle miteinander umstellen. Das wird sicher einen grossen Einfluss haben auf die Spedition. Und ich glaube, es braucht den Einsatz von uns allen, von den Zollkunden, von uns Softwareanbietern, aber vor allem auch vom BAZG, damit wir das Projekt erfolgreich am 1.6.2023 starten können. So, der Workshop ist fertig. Sehr interessant war. Es hat doch einige Diskussionen noch gegeben. Das ist auch richtig so. Man soll konstruktiv sein, aber auch kritisch. Daraus resultiert jetzt ein Besuch bei der Kurierbranche in Basel. Wir werden dort nochmal den Prozess spiegeln gehen. Und ja, positiv, sehr gute Feedbacks bekommen. Es hat wieder zusammengeschweißt und alle ziehen am gleichen Strick. In dem Sinne, einen guten Abend.